allen Dingen wieder träumen fort und fort. Und die Welt hängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Konzert in der Friedrichskirche. Vielen Dank an dieser Stelle an die Kirchgemeinde für das Bereitstellen der Kirche. Wir möchten heute nicht nur ein Lied erwecken, sondern das Werk einer Komponistin, die in unserer Region wenig bekannt ist. Felicitas Kuckuck wäre am 2. November 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass findet heute ein weiteres Konzert mit ihrer Musik in der Universität der Künste in Berlin statt. Ich darf Ihnen an dieser Stelle Grüße von Margret Johansen ausrichten. Sie ist die Tochter von Felicitas Kuckuck, lebt in Hamburg und hat uns bei der Vorbereitung dieses Konzertes sehr unterstützt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Come on.
Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort mit seiner Frau Naemi und seinen beiden Söhnen als Fremdling zu wohnen. Aber Elimelech starb, sodass Naemi allein blieb mit den Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Als sie ungefähr 10 Jahre dort gelebt hatten, starben auch die beiden Söhne. Da beschloss Naemi, nach Bethlehem zurückzugehen, denn sie hatte erfahren, dass der Herr sich seines Volkes Israel angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Sie machte sich auf den Weg, und die beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth kamen mit und gaben ihr das Geleit. An der Grenze wollte sie Abschied nehmen. Yeah.
standen keine Herberge. Es war aber um die Zeit der Gerstenernte. Ruth beschloss, auf die Felder zu gehen und die Ähren aufzulesen, die beim Binden der Garben liegen geblieben waren. Sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht des Elimelech war. Thank you.
Groschen. Bei dieser Arbeit ging es fröhlich zu und es wurde abends nach getaner Arbeit reichlich gegessen und getrunken, gesungen und getanzt. Thank you.
wird am 2. November 1914 in Hamburg als zweites Kind von Otto und Eva Hohnheim, einem Physiologen und einer Sängerin, geboren. Die Eltern fördern die künstlerische Entwicklung ihrer Kinder. Sie ermöglichen ihnen den Besuch von Schulen, in denen Musik einen großen Raum einnimmt. Mit 10 Jahren erhält Felicitas Klavierunterricht und begleitet im häuslichen Rahmen bald den Gesang ihrer Mutter. Bis 1933 besucht Felicitas die reformpädagogisch orientierte Lichtwarkschule. Hitlers Machtübernahme bedeutet eine tiefe Zäsur im Leben der Familie. Erst jetzt erfährt Felicitas von ihren jüdischen Wurzeln. Nach der Gleichschaltung der Schule durch die Nationalsozialisten wechselt sie den Ort. Ihr Abitur machte sie am 1935 an der Odenwaldschule. Danach studierte Felicitas Kuckuck an der Berliner Musikhochschule Klavier und Querflöte. 1937 legt sie die Privatmusiklehrerprüfung ab. Sie darf aber wegen ihrer teiljüdischen Abstammung nicht unterrichten. Sie macht das Beste aus ihrer Situation und studiert Komposition bei Paul Hindemith bis zu dessen Emigration 1939. Sie ist die einzige Frau in einer Gruppe von 6 Studenten und voller Verehrung für ihren Lehrer. Hindemith war ein großartiger Lehrer. Er war sprühend, lebendig und fröhlich, nie müde, nie verdrossen, immer geduldig, aber auch sehr kritisch und streng. Felicitas ist eine geborene Kohnheim. Ihr Vater ändert diesen jüdischen Namen bereits 1916 in Kästner um. Nur deshalb kann Dietrich Kuckuck, ein befreundeter ehemaliger Mitschüler Felicitas Kästner, 1939 heiraten. Die schnelle Hochzeit rettet Felicitas vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. 1940, während eines Luftangriffs, kommt der erste Sohn Jan im Krankenhaus in Berlin-Schöneberg zur Welt. Bald darauf wird Felicitas Mann zur Marine eingezogen. Die Kriegsjahre sind mit ständiger Angst, Luftangriffen, Hunger sowie der Sorge um den kleinen Sohn ausgefüllt. In dieser schweren Zeit gibt Felicitas Kuckuck nicht nur verbotenerweise Blockflötenkurse in der Jutta Klang-Schule in Berlin, sondern arbeitet auch an ihren ersten Kompositionen. Im Schott Verlag kann sie 3 Spielmusiken für Streicher herausgeben. 1943 nimmt Felicitas Kuckuck Elisabeth Veilchenfeld, eine untergetauchte Jüdin, in ihre Wohnung auf und hilft ihr bei der Lebensmittelbeschaffung. Am 3. Mai 1945, dem letzten Kriegstag in Berlin, brennt die rettende Bleibe der beiden Frauen nieder. Felicitas Kuckuck flieht mit ihrem 4-jährigen Sohn nach Berlin-Heiligensee. Ich ging also in der linken Hand einen Koffer, Rucksack auf dem Rücken, in der rechten Hand eine Aktentasche mit meinen Manuskripten und zugleich Jans Händchen. Nach einem 14-stündigen beschwerlichen Fußmarsch wird sie von ihren Bekannten aufgenommen. Später siedelt Felicitas Kuckuck mit einem Flüchtlingstransport nach Hamburg um. Sie trifft dort auch wieder mit ihrem Mann zusammen. 1946 werden die Zwillinge Margret und Irene geboren. 2 Jahre später zieht die Familie nach Hamburg-Blankenese in das marode Holzhaus der Eltern von Dietrich Kuckuck. Der jüngste Sohn Thomas kommt zur Welt. Zu der Zeit macht Felicitas Kuckuck Bekanntschaft mit dem Verleger Gottfried Wolters vom Möseler Verlag. Aus dieser erfolgreichen Arbeitsbeziehung entstehen zahlreiche Liedzyklen und Werke.
gleich der Kirchenmusik. So auch die eben gehörte Kantate, denn wo du hingehst. Ab den 1950er Jahren engagiert sich Felicitas Kuckuck stark in der Laienmusik. Sie macht Schulfunksendungen für Radio Bremen, für die sie auch ihr bekanntestes Lied, Sie haben es auch gehört, Es führt über den Main, schreibt. In der am Anfang sehr glücklichen Beziehung, in welcher Dietrich Kuckuck die Musik seiner Frau voll und ganz unterstützte, kommt es nach und nach zur Entfremdung. Die Tochter Margret erinnert sich. Und dann hat er manchmal gesagt, sie soll nicht Kuchen backen, sie soll lieber komponieren. Andere können Messerkuchen backen. Meine Eltern haben sich zu der Zeit, als ich 11 oder 12 Jahre alt war, unheimlich oft in den Haaren gehabt. Im Chor seiner Frau, in welchem Dietrich Kuckuck mitsingt, lernt er Lulu Mark kennen und beginnt eine Beziehung mit ihr. 1967 wird die Ehe geschieden. Es ist eine sehr unglückliche Zeit für Felicitas Kuckuck. Trost findet sie in der Musik, die für sie eine große Energie- und Inspirationsquelle ist. Zwischen 1983 und 1997 arbeitet sie mit ihrer Tochter Margret Johansen zusammen. Viele Liebeslieder stammen aus ihrer Feder. Unter dem Einfluss der Friedens- und Umweltbewegung setzt sich Felicitas Kuckuck in ihrem Spätwerk auch kompositorisch mit diesen Themen auseinander. 1996 entstehen unter dem Titel »Und kein Soldat mehr sein« 10 Lieder gegen den Krieg, die anlässlich des Antikriegstages am 1. September im Monsuntheater in Hamburg uraufgeführt wurden. 1999 komponiert Kuckuck »Ich bin in Sehnsucht eingehüllt«, 7 Klavierlieder auf Gedichte eines jüdischen Mädchens an ihren Freund. Es sind die wiederentdeckten Gedichte von Selma Meerbaum-Eisinger, die mit 18 Jahren in einem Konzentrationslager starb. 3 der Lieder werden Ihnen unserem Programm von der Sopranistin Uta Meier zu hören sein. Auch im Alter von 86 Jahren komponiert Felicitas Kuckuck noch täglich. Ständig ist sie auf der Suche nach guten Texten, denn es sind, wie sie selbst einmal sagt, die Worte, die mich entzünden. Felicitas Kuckuck stirbt am 4. Juni 2001. Thank you.
Sie eignet sich die Worte ihres Lehrers an, der fordert, ein Künstler dürfe sich nicht isolieren. Der Künstler, so Hindemith, schreibe nicht zu seinem eigenen Vergnügen, sondern zu einem höheren Zweck, nämlich um die Hörer zu bessern. Er müsse deshalb herausfinden, was sie bewege und habe ihre musikalische Aufnahmefähigkeit, die Qualität der Spieler und selbst den Aufführungsort mit zu berücksichtigen. Für Felicitas Kuckuck ist es nie eine Einengung gewesen, sondern eine musikalische Herausforderung, den Anlass, das Können der Ausführenden, das Publikum und den Ort selbst bei der Komposition zu bedenken. Vergleichbar mit Hindemith bestimmen Techniken wie die übergeordnete Zweistimmigkeit und harmonisches Gefälle, Sekundbrücken sowie die sogenannte Zwölftonmusik ihren Kompositionsprozess. Kuckuck teilt Hindemiths Vorliebe für kontrapunktische Bindungen und durch Quarten geprägte Melodik. Im Unterschied zu ihrem Lehrer verwendet Kuckuck oft über längere Strecken parallel geführte Intervalle und Akkorde. Sie versucht, alle Teile einer Komposition zu verbinden. Dabei kommt es ihr weniger darauf an, Bezüge logisch zu verknüpfen, sondern sie werden eher assoziativ wirksam. Auf der anderen Seite bedient sich Kuckuck aber auch eines Verfahrens, welches aus der Barockzeit stammt. Damals ging man davon aus, dass jede menschliche Seelenlage von einer bestimmten Gemütsbewegung geprägt war. Mithilfe von Lautmalerei, Bewegungsnachahmung und Imitation von Sprachtonfällen versuchte man diese musikalisch umzusetzen. Wenn Kuckuck also den Intervallstrukturen eine Bedeutung zuschreibt, die große Sept aufwärts beispielsweise als Inbegriff des Aufschreis oder den Tritonus als Verkörperung des Dämonischen verwendet, bewegt sie sich auf dem Boden dieser Tradition. Der inneren Bewegung geformter Sprache und dem Wort Rhythmus zu entsprechen, ist der Kernpunkt ihrer kompositorischen Arbeit. Wenn ich Textinhalte vertone, wird der Schmerz sicher nicht durch tiefe Töne verdeutlicht. Wenn von Niedergang die Rede ist, werde ich bestimmt keine aufsteigende Linie schreiben. Mir geht es darum, einen Text nach meinen Maßstäben und nach meinem Verständnis in Musik umzusetzen. Dabei darf der Musik kein Prinzip übergestülpt werden. Es sind die semantischen Details, die mich dazu anregen, sie musikalisch abzubilden. Der Vokalmusik hat sich die Komponistin zeitlebens besonders gewidmet. Das Singen versteht Felicitas Kuckuck als ureigene, lebensnotwendige Äußerung eines jeden Menschen. Das Lied ist die einfachste und ursprünglichste Form des Singens und wurde als solches auch vielfach von Kuckuck komponiert. Einfachheit und Schlichtheit liegt vielen ihrer Lieder zugrunde. Erst bei näherer Betrachtung offenbaren ihre Liedkompositionen die ganze Komplexität. Singbares oder Spielbares zu komponieren bedeutet keinesfalls, sich im Kreis des Altbekannten zu bewegen. Felicitas Kuckuck ist Neuem gegenüber aufgeschlossen und schränkt sich bei der Wahl ihrer musikalischen Mittel nicht selbst ein. Im Gegenteil, sie erweitert den Tonalitätsbegriff, indem sie das Geräusch in die Musik integriert. Sie nimmt das Spielerische ernst und lässt auch die Improvisation in ihre Kompositionen einfließen. Es sind diese sich vielfach überlagernden Bezüge, welche ihre Musik so reizvoll machen. Dennoch gibt es auch Geheimnisse, die sich der endgültigen Analyse entziehen. Gerade das ist wohl der Grund, warum die Musik für Felicitas
dir, Erlebtes und Gefühltes zu verarbeiten, Dinge auszudrücken, die allein mit Worten nicht zu sagen sind. Was ist mit den Menschen? Thank you.
Holst, Kirchenmusiker und Freund Kuckucks, beschreibt ihren Musikstil folgendermaßen. Diese von einer Frau geschriebene Musik ist immer hochempfindlich und feinnervig, nie primitiv-motorisch, sondern von äußerst subtiler Deklamation. Ihre Kompositionen erscheinen stets durchleuchtet, transparent und lassen ein Gespür für feinste vokale Regungen und Schwebungen erkennen, sowohl im Überschwang wie in versonnener Versenkung, dabei jedoch kraftvoll und klug, formal bewusst und geplant. In über 6 Jahrzehnten hat Felicitas Kuckuck ein umfangreiches Werk geistlicher und weltlicher Komposition geschaffen, die begierig von vielen Chören und Instrumentalensembles geübt und aufgeführt wurden und werden. Ihr Werkverzeichnis umfasst unter anderem 2 Oratorien, 2 Kirchenopern, 2 Messen, zahlreiche Kantaten und Motetten, Kammermusik, Chorlieder und solistische Lieder. Alles zusammen sind es über 1000 Werke. Welche Faktoren sind für das Schaffen von Felicitas Kuckuck von besonderer Bedeutung? An erster Stelle zu nennen ist die hochwertige Ausbildung an der Musikhochschule in Berlin. Auch die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Gottfried Wolters, der den Norddeutschen Singverlag leitete und auch Lektor beim Möseler Verlag war, ist für Felicitas sehr wichtig und anregend. Der Möseler Verlag gab zeitlebens viele von Kuckucks Kompositionen heraus. Für ihr weiteres Schaffen zentral ist der von ihr gegründete Kammerchor Blankenese, dessen Kern zunächst ihre Familie und ihre Freunde bilden. Ihr Chor wirkt an vielen Uraufführungen ihrer Werke mit, zum Beispiel bei ihren zahlreichen Kirchenopern. Heute wird der Chor von ihren Kindern und Enkelkindern fortgeführt. Die Beschäftigung mit biblischen Stoffen inspirieren Felicitas Kuckuck, aber auch die Texte und Gedichte von Lyrikern und Schriftstellern. Unter der von ihr vertonten Werke finden sich große Namen, Goethe, Brentano, Eichendorff, Heine, Rilke, Storm, aber auch modernere Dichter wie Brecht, Klabund, Celan und Nelly Sachs. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit bringt Felicitas Kuckuck schließlich zu den Themen ihrer neuesten Werke. Krieg und Frieden, Auschwitz, Hiroshima und Tschernobyl. Die Antikriegslieder sind für Kuckuck eine Herzensangelegenheit. Erlebte sie doch selber 2 Weltkriege. Felicitas ist aber nicht nur als Komponistin, sondern auch als Musikpädagogin tätig. Mit Leidenschaft gibt sie ihre Kenntnisse über Musik an andere Menschen weiter und lernt dabei selbst dazu. Sie unterrichtet über 10 Jahre an der Lola-Roge-Schule in Hamburg, gibt Privatunterricht, ist Herausgeberin einer Liedblattreihe und verfasst ein musiktheoretisches Lehrbuch für Kinder. Die Freie und Tanzestadt Hamburg ehrt Felicitas Kuckuck 1989 für ihre Verdienste um Kunst und Kultur mit der Biermann-Razin-Medaille und verleiht ihr 1994 für ihre Verdienste um das hamburgische Musikleben und für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Musik die Johannes-Brahms-Medaille. Meinen Überblick möchte ich mit einem Zitat von Felicitas Kuckuck schließen. Komponieren war für mich etwas Natürliches und Selbstverständliches. Dass es so war, verdanke ich meinen klugen, verständigen und mich liebevoll akzeptierenden Eltern. Meine Schaffenslust, die ich als mein jüdisches Erbe ansehe, war unbändig.
Diese Lust hat mich über Tische und Bänke gejagt. Sie hat Berge versetzt. Die Berge des Vorurteils gegen die Frau, die auch zum Teil das Vorurteil der Frauen selbst war, mangels Selbstverständnis der Frauen in einer von Männern regierten Welt. So, zum Abschluss präsentieren unsere beiden Chöre Ihnen einige heitere Kompositionen aus Kuckucks Liedern im Volkston sowie aus ihrem Zyklus Lieder zum Lobe des Weines.